Willkommen beim Teil 2 des Beitrags über das Erstellen von einfachen Uniphase Dynamics Server Page Komponenten. Wenden wir uns nun dem zweiten Beispiel zu. Die Aufgabenstellung ist identisch mit der von Beispiel 1. Allerdings verwenden wir diesmal ein extern erstelltes Layout, HTML und CSS. Für unser zweites Beispiel erstellen wir eine neue Uniphase Dynamics Server Page mit dem Namen Beispiel 2. Wie in Beispiel 1 legen wir zunächst die Datenfelder und die Buttons Clear, Retrieve und Store im Strukturfeld. Der Procode hat sich gegenüber Beispiel 1, da wir die gleiche Funktionalität abbilden wollen, nicht geändert. Also müssen wir auch hier zunächst mal die Konstante im Defines-Trigger der Komponente anlegen. Nachdem das erledigt ist, laden wir erstmal das externe Layout. Hierzu wechseln wir in den Layout-Editor und wählen aus dem File-Menü Import HTML. In der folgenden Auswahlmaske müssen wir in den meisten Fällen den Dateityp Filter ändern, so auch jetzt. Wir setzen ihn auf All Files und wählen die nun angezeigte HTML-Datei PersonTable.html aus. Im Layout unserer Komponente sehen wir jetzt drei Buttons und eine HTML-Table mit 4 Spalten. Die ersten 3 Spalten sind für die Daten Name, Stadt, Land. In der 4. Spalte befindet sich ein Bild, über das später per Klick die Löschfunktion aufgerufen wird. Als nächstes verbinden wir die Uniphase-Objekte mit den HTML-Elementen, die bereits existieren. Als erstes markieren wir die gesamte Tabelle, also das Table-Element, und rufen dann den Menüpunkt Bind to Uniphase Object auf. In der nun aufgeblendeten Maske wählen wir die Entität USPerson und verlassen die Maske über OK. Wenn wir uns jetzt die ID des Table-Elementes ansehen, sehen wir, dass dieses mit der Entität USPerson verbunden ist. Genauso wie die Entität mit dem Table-Element korrespondiert, wird der einzelne Satz, die Occurrence, über das Row-Element TR abgebildet. Wir wählen jetzt das Row-Element im Table-Body, T-Body, aus und verbinden es mit dem Occurrence-Object der Entität US-Person. Anschließend machen wir das Gleiche für die Labels im Tabellenheader. Diese verbinden wir mit den entsprechenden Labels-Objekten von Uniphase. Als nächstes verbinden wir die Input-Elemente im Tabellen-Body mit den entsprechenden Datenfeldern von Uniphase.
Und dann verbinden wir noch die Buttons unterhalb der Tabelle mit den Uniface-Buttons. Jetzt fehlt uns nur noch die Umsetzung der Delete-Funktion. Hierfür brauchen wir noch ein weiteres Uniface-Objekt. Wir wechseln also in das Strukturfenster und legen wie im Beispiel 1 hinter Country ein neues lokales Feld an. Diesmal möchten wir allerdings kein Oberflächenobjekt wie zum Beispiel Command-Button abbilden, sondern ein einem HTML-Element zugeordnetes Ereignis, Event, abfangen. Deswegen wählen wir Attributes Only als Widget-Type. Über die Widget-Eigenschaften legen wir noch einen Tooltip fest. Und müssen jetzt noch den nötigen PROC-Code eintragen. Der für die Löschenfunktion nötige PROC-Code ist der gleiche wie im Beispiel 1. Er muss jedoch dem On-Click-Ereignis zugeordnet werden. Dafür verwenden wir den Extended Triggers-Trigger. Hier definieren wir mit dem Schlüsselwort Trigger und den Namen des Ereignisses einen entsprechenden Einstiegspunkt, in dem wir dann den aus Beispiel 1 bekannten Code wieder verwenden können. Als nächstes verbinden wir das HTML-Element mit diesem Feld. Und jetzt bleibt uns nur noch Compile und Test. Auch hier möchten wir die Daten einlesen können, möchten Daten ändern. Den Datensatz ganz löschen. Oder einen neuen Datensatz anlegen. Okay, auch. Damit hätten wir auch in dieser Variante unsere Aufgabe erfüllt. Abweichend von Beispiel 1 haben wir diesmal das Layout importiert, Import HTML, und die Verbindung zwischen den HTML-Elementen und den Uniface-Objekten über Bind-to-Uniface-Object festgelegt. Hier endet mein kurzer Beitrag über die Erstellung von einfachen Dynamic Server Pages. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielleicht bis zum nächsten Beitrag.